den Kuhstalljob, den krieg ich jetzt langsam dick. Mir hängt da zum Hals raus. Aber gleich, dass du's weißt. Heut geh ich fort und du bleibst einmal schön brav daheim. Ach was, du willst fort? Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage, ich muss doch in meine Fahrschule, das weißt doch. Und deswegen muss ich unbedingt fort, unbedingt. Hör mal bloß mit deiner blöden Fahrschule auf. Ausgerechnet, du musst einen Führerschein fürs Motorrad machen. Das kommt bloß, weil du keine Ahnung hast, was das für ein Wolken ist, so eine 600er Maschine. Ach. Und alles nur wegen dem gespinnerten Heini. Also erstens ist er nicht gespinnert und zweitens heißt er Heino. Heini oder Heino, das bleibt sich doch gleich. Eben nicht. Heini oder Heino, blöd bleibt er da. Gar's blöde. Ach, du vergunst mir mein Heino bloß nicht, weil der deine so ein Lätschenbeni ist. Ach, du geil, der gib ich gleich ein Lätschenbeni. Mein Werner hat eben normalere Anschauungen als wie dein Heini. Oh, Verzeihung, Heino hab ich sagen wollen. Jetzt sag ich dir was. Deinen Bräutigam, den möchte ich nicht geschenkt. Der hat nämlich das Temperament einer Schlaftabletten. Ein typischer Spätzünder. Dass ich dabei keine zünd, aber nicht spät, sondern gleich. Ja, das kannst du schon probieren, dann kriegst du es mit meinem Heinos da. Geh. Was ist er denn schon, der Heino? Ein richtiger Angeber ist es. Ja, der kann doch nur die ganze Zeit von seinem damischen Motorradler reden. Oh, auf der Strecke wum, wum, bin ich 150 gefahren. Und auf der Strecke wum, bin ich 180 gefahren. Und da habe ich mich neigelegt wie ein Steilwandfahrer. Und da habe ich mich durchgeschlängelt wie ein Aal. Und da habe ich wum, wum, wieder Gas gegeben. Das kannst du zwar gut. Ja, man hört schon nichts anderes von deinem gespinnerten Heini. Von einer Landschaft sieht er dir nichts. Der schaut ja bloß aber auf seine Tachonadel. Die Rennsau. Dein geliebtes Wesen. Jetzt kein Wort mehr über den Heino, weil sonst gehörst der Katz. Du hast halt keine Ahnung, was das für ein Gefühl ist und wie schön das ist, wenn man so dahin braust und in der Kurve liegt. Und wie schön das ist, wenn man so dahin braust und auf der Schnauze liegt. Ach, für das gibt's einen Sturzhelm, ja? Von der Firma Bruch & Co. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich mach meinen Motorradlführerschein und ich geh heute auf Nacht in die Fahrschule. Nein, da bleibst. Wenn heute einmal eine Furt geht, dann bin das ich, verstanden? Ja, das kannst du aber schnell vergessen. Ja, weil ich nicht immer da oben bleibe. Du den schon wieder, ha? Muss denn immer gestritten werden? Ja, weil man sie nichts zum Verbieten hat. Ach, geh weiter. Ja, wenn's nicht streiten könnt, dann seid's nicht gesund. Ach, sie muss ja nicht anders. Die frustrierte Giftnudel. Die gebe ich gleich ein frustriertes Schein. Sag einmal. Schamt euch nicht, ihr zwei, he? Um was geht's denn überhaupt? Ach, weißt, Mama, ich darf nie fort. Immer kriegt nur sie da eine Sondergenehmigung. Sondergenehmigung, so einen Schmarrn. Heute auf die Nacht geh ich fort. Was hast denn so Wichtiges vor? Ich hab's doch an Werner versprochen, dass ich komm. Bei dem ist heute auf die Nacht eine Party. Ah, beim Werner ist eine Party. Mhm. Was ist jetzt da los auf so einer Party? Nix ist da los. Ja, mein Gott, da wird halt ein bisschen was drungen mit Schuss und dann wird tanzt und diskutiert. Ah, zuerst wird geschusset und dann wird tanzt. Ja, so machen wir schon, Kärtin. Oh, Baby, Baby, balla, balla. Oha, also sogar mal. Ich wünsche bloß an eure moderne Tanzerei. Denkt, Kinder. Da wird's mir auch gleich selber. Balla, balla. Oh, Mama. Jetzt machst du aber einen Punkt. Jetzt pass auf, Rosel. Jetzt kommt wieder die alte Litanei, wie schön das früher mal gewesen ist und so. Ich verstehe das gar nicht, dass ihr das nicht hören wollt, wie es in meiner Jugend war. Ihr glaubt's wahrscheinlich, uns haben's mit Schafkäse aufgezogen. Na, Mama. Nee. Du bist schon recht, so wie es bist. Ja. Bist der dufter Typ. Ja. Ha, bin ich das? Ja, dann bin ich schon froh. Du weißt, Mama, die Zeiten, die ändern sich eben. Das musst du schon verstehen. Ja. Und wie ist dann halt? Ha? Überall siehst du Nackerte. Und in aller Öffentlichkeit wird rumgeschmust. Das ist doch eine Schande. Heimlich war schöner, gell, Mama? Ihr braucht es gar nicht zu tun, gell? Auf alle Fälle war es anständiger. Aber die jungen Leute von heute, die haben überhaupt keinen Ingenieur mehr. Da kommt der Macho zu seinem frustrierten, steilen Zahn. Lullbock. Na, freilich. Und dann geht's dahin damit. Ihr wisst schon, was ich meine, gell? Du kennst dich für den alten Fall recht gut aus. Ja, Mama, da bin ich ja ganz überrascht. Was? Ihr meint wahrscheinlich, ich lebe hinter dem Mond, hä? Aber so ist das auch wieder nicht.
Es gibt doch schließlich das Fernsehen, nicht? Und Illustrierte. Ja, ja, gell, mit so Nackerte drin und so. Nein, die schaut nur der Papa um. Ich rede und ich rede. Und dabei habe ich ja gar nicht mehr viel Zeit, gell? Oh, richtig, ja. Die Mama fährt ja heute in ihren großen Urlaub. Ja. In ihren Traumurlaub ans Blaue Meer. Ach. Wo die Zypressen blühen am Blauen Meer. Hm. Gell? Wo heute Nacht die Kuh kalbt. Was, am Blauen Meer? Im Stall. Ja, mein Gott, na kann er mit der Papa nicht einmal nach Rosenheim fahren, ha? Weißt du was, Mama? Was denn? Ich frage an Werner. Vielleicht hat der Zeit und fahrt dich zum Zug. Ja. Aber nicht so, wum, wum, sondern mit dem Auto. Hm. Ah, ja, Rosa, das war schön, das magst du, gell? Ja, ich bin so gleich gut. Wieder da, Mama. Ja, ist schon gut, ja. Und gell, ich muss bei Erfurt, ich lass doch die Fahrstunde nicht sausen deswegen. Nicht zu fassen. Das sind ja zwei Dickschädel. Nichts, als wir streiten den ganzen Tag. Mein Gott, na. Das wird schön werden, wenn ich das einmal 14 Tage nicht mehr mit anhören muss. Ja, auf das freu ich mich richtig. Herein. Ah, grüß die Nachbarin. Ja, grüß die Gutierrez. Ah, da schau her. Bist schon beim Einpacken? Ja, das werden wir alles gleich beieinander haben. Du, ich muss sagen, ja. Ein Schneid hast du schon. Ja, wieso? Sag einmal, fahrst jetzt du wirklich 14 Tage ganz allein auf Mittelmeerreise? Ach, so wird Leid sagen. Warum denn nicht? Hm? Hä? Ich hab noch nie einen Urlaub gehabt, in meinem ganzen Leben nicht. Ja. Jetzt sind wir schon 25 Jahre verheiratet, das wäre ich noch nie. Ich glaub, da wird höchste Zeit, wenn ich von der Welt noch ein bisschen was sehen will. Hm? Ja, hast eigentlich recht. Gell? Weißt, ich bin nie weitergekommen wie bis auf Rosenheim. Hm. Ja, da bist du schon selber dran schuld. Ja, ja. Du, man muss einmal raus aus seine vier Wände. Man darf daheim nicht ganz versauern. Ja, hast schon recht. Ja. Aber du weißt ja selber, wie es ist, wenn du einen Bauernhof hast. Da bist du angehängt wie ein Viech. Ja, du, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man einmal allein Urlaub macht. Ah, das bricht die Liebe wieder etwas auf. Meinst du nicht? So? Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich tät mir meinen Alten keine 14 Tage lang allein lassen trauen. Du, der hätte ja nichts als wir Flausen im Kopf. Ach, weißt, ich denk mir halt, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Ja, hast du eigentlich auch recht, gell? Hm? Du, sag einmal, dein Quirin ist doch auch 14 Tage ohne dich in Urlaub gefahren, gell? Ja, und hat die gleiche Mittelmeer-Rundreise gemacht wie ich jetzt. Gell, du, da war der Rambögel-Gustl dabei. Ohne Gustl geht's doch nicht. Aha. Das ist doch sein bester Freund. Ja, da hat er schon den richtigen. Bazi, meinst du? Ich will nichts gesagt haben. Ja, weißt, ich denk mir halt, gleiches Recht für alle. Ja. Mei, ich bin eine fortschrittliche Bayerin, nicht? Ja, genau, das stimmt. Ja, du bist, wie man so schön sagt, emanzipaniert. Ja, Gott sei Dank, ja. Du und meine zwei Mädeln, die haben geglaubt, dass ich keine Schneid hab, dass ich allein in den Urlaub fahre. Ah. Aber denen werde ich beweisen, dass ich das schaffe. Und das wäre ja klar. Na, sehr richtig. Ja. Weißt du was? Hm? Die sollen einmal die ganze Arbeit allein machen. Dann werden sie schon sehen, was du den ganzen Tag rennen musst. Da hast du recht, Teres. Da, schau mal her. Ja. Überall liegt alles bei uns umeinander. Der reinste Saustall. Ja, mei. Die werden sich halt denken, die dumme Mutter. Die wird schon aufräumen, ja. Und mein Alter ist der gleiche. Bei uns weiß man nie, wer geschlampert ist. Der Vater oder die Töchter. Ja, glaubst du, vielleicht bei mir daheim geht's anders zu? Du, sag einmal, was denn? Was nimmst du denn überhaupt mit? Was ich alles mitnehme? Du, ich pass mir auf ein paar Blusen, Röcke und ein paar Kleider. Ja, mein, was hab ich noch alles? Eine Unterwäsche. Ja. Und ein Neck-Klischee. Was? Ja, ein Neck-Klischee. So, was brauchst du denn das? Das braucht man, wenn man allein in Urlaub fährt. Ach so? Ja, ja. Was hab ich noch? Ein Milizengeist. Aha. Schuhputzsache. Ja, und ein paar Schuhe, weil was man halt alles so braucht. Aha. Ja, du, jetzt pass auf. Was denn? Das Wichtigste. Jetzt pass auf, da hab ich von der Hobbyschlamari, gell? Da haben wir dieses Abendkleid machen lassen. Schau her. Oh. Schön, gell? Hm? Da sieht man ja durch. Ja, da hab ich schon einen Unterrock, da brauchst du nicht kommen. Ach so? Weißt du, so was ich das brauch, na? Auf dem Schiff, gell? Ja. Da macht der Kapitän ein Kapitäns-Cocktail-Dinner. Ist das ein Dinner? Das weiß ich nicht, wie der ausschaut. Die haben noch nicht gesehen. So, so
genau. Hä? Hast du da nichts vergessen? Vergessen? Mhm. Badeanzug! Gottes Willen! Badeanzug! Ja, du horch! Horch einmal! Du wärst doch nicht tatsächlich im Mittelmeer schwimmen wollen! Blöd werde ich sein, lass mich von den Haifisch fressen! Aha! Na, du, schau mal her! Teres! Was denn? Da hab ich so ein Prospekt. Ja! Schau her, Teres! Lass sehen! Ja! Das ist das Schiff, auf dem ich fahre! Jesus, ja. Marantiose! Hey, das ist ja gleich größer wie unsere Kirche. Ja, du, Galaxie heißt das Schiff. Mein ja, Gott, ja, ja. Du, und so was schwimmt am Wasser. Ja. Das ist ein griechisches Schiff. Ja. Du, schau mal her. Da ein wunderbares Schwimmbad drauf. Ja, das wunderschön. Ja, du, da steht er. Galaxie. Ja, das habe ich dir ja gerade gesagt. Ach so, ja. Schön. Ja, du, ist das ich, warum? Das tue ich jetzt gleich wieder weg, gell? Ja, wieso? Ja, ja, das brauche ich, dass es ja nicht vergisst. Mein so. Gott, das muss ich ja dabei. Ja, die Mama packt ein. Ich wäre hier. Herrschaft, was sagt denn das wieder für Sprich? Sag einmal. Berge. Neuzer. Mei, was redet denn? Die hört ja doch nicht auf mich. Teres, ein Kostüm nehme ich noch mit. Ja. Ja, weißt du warum? Warum? Ja, falls es gerade etwas kühl wird an Bord, gell? Am Bord? Okay. An Bord. So, an Bord. Ja. Das ist ja der Mama hier. Itzi, bitzi, tiki, tiki. Es ist kein Hitzepizzitini-Twini, sondern ein ganz ein normaler Badeanzug, nicht? Schaff den nicht, so ist ja. Siehst du, das Terrest, meine zwei blöden Weiber. Nichts als wir Blödsinn haben die im Kopf, da kannst du einfach nichts machen. Ja, mei. Musst du dann halt die Mucken austreiben, wenn du wieder heimkommst, ne? Ja. Wenn die Mama wieder heimkommt, dann kann sie nicht mehr rühren, weil dann hat sie nämlich einen Sonnenbrand und Heimweh nach ihrem Kurschatz. Also, gell? Du freche Wanzen, ist nicht geil statt? Na ja, dann gell wieder. Ja, also, ja. Lena, vierte? Ich wünsche dir einen recht schönen Urlaub. Ja. Und komm gesund wieder. Ja. Und weißt du was? Was? Ich schau schon rüber zu deinen Leuten. Kannst du drauf verlassen? Du, da bin ich dir dankbar, wenn du ein bisschen nachschaust. Mach ich. Ich kümmere mich schon um die Nachbarschaft. Da kannst du drauf verlassen. Das weiß ich. Mhm. Du, ich gehe jetzt mit dir raus. Ja? Da kriegst du ein Stück Schweines. Oh, wunderbar. Ja, weißt du, wir haben nämlich letzte Woche erst geschlacht. Hab ich schon gehört. Unser Sau. Na, das geschlacht habt. Hören tut ihr alles. Glaubst du, das mag ich. Da gibt's ja auch noch ein Stück Schweiners, damit es uns ausspioniert, wenn die Mama nicht da ist. Das mag ich, da kannst du mir gleich so viel ärgern. Glaubst du, was hat's denn da eigentlich alles eingepackt? Also, das glaube ich, ist das. Ach, das ist das. Das tolle Abendkleid da. Oh ja. Naja, nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Oh, das ist ja ein Klischee. Also ich glaube nicht, dass das der Papa sehen darf, dass sie sowas mitnimmt. Was ist denn das da? Ach, zeig ich da. Eine Bluse. Aha, und was ist das? Geht das so, oder was? Was machst du denn da? Sag mal, spinnst jetzt du, ha? Nein, schau mal her. Jetzt habe ich alles so schön einfach gehabt, verstehst du? Nein, die Kinder her, reißt alles raus. Es ist nicht zu fassen. Schau, dass du den Kriegen auskommst. Richtige Brotzeit her. Das musst du jetzt die nächsten 14 Tage machen, da bleibt dir nichts anderes übrig. Und das eine sage ich dir, wenn das Mittagessen nicht mehr rechtzeitig auf dem Tisch steht, dann kannst du was erleben. Ja, jetzt reg dich halt nicht so auf, Mama. Wir kommen schon aus ohne dich. Kein Mensch ist unersetzlich, nicht einmal du. Oh, freches Frauenzimmer, freches. Mein Gott, nein. So was reg ich mich überhaupt noch auf. Morgen schon bin ich Freifrau und kreuz durchs Mittelmeer. Ja, das werden herrliche 14 Tage werden. Mein Gott, ich freue mich ja schon ganz narrisch drauf. Ja, heute hätten wir's wieder. Gott sei Dank. Oh, hoffentlich habe ich heute mal Ruhe. Naja, die Kuh, die wird sich schon Zeit lassen bis morgen früh. So präsent schaut's ja gar nicht aus. Ja.
Schau, Alter. Ah. Ah, hallo, was ist denn heute mit meiner Brotzeit? Die Susel bringt gleich die Brotzeit, gell? Ja, nein, Schiri. Da hast du mal was zum Trinken. Ja, danke schön. So, jetzt schau her. Sorry, nachher. Ja. Herrgott, so was Blödes. Jetzt ist mir die Melkmaschine auch kaputt gegangen, ne? Abgefahren. Ja, was heißt kaputt gegangen? Irgendwas stimmt halt nicht. Ja. Der Rammwiegel-Gustl, der muss gleich richten. Ja, der hat er mich noch nie im Stich lassen. Der macht ja, das schon. Ja, ne? Eben. Ja. Dann kann ich ja beruhigt in den Urlaub fahren. Ja, hm? Ja. Ach, hast du den Klumpen? Ach, hast du deine Sache schon beieinander? Ja. 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 Ich hoffe, ja, dass ich alles beieinander habe. Ja, nein, ist ja recht. Ja. Du, das Rosal ist gerade zum Werner übergelaufen und schaut, dass er mich nach Rosenheim fährt zum Zug. Die sieht er doch recht, gell? Ja, das ist mir sogar sehr recht. Ja, ich kann ja sowieso nicht weg wegen der Kuh. Ja, ne? Eben, ne? Ja, ja. Ja, du, Quirin, schau mal, Feierabendmädeln, gell? Ja. Ihr dürft ruhig ein bisschen hernehmen zu der Arbeit. Ja, ja. Die gnädigen Fräulein, die wissen nämlich gar nicht, was ich alles für sie tue. Ja, ja. Dass man ja die Schlamperei nicht einreißt. Ja, ja, wir werden schon ohne dich auch auskommen. Du gehst uns gar nicht ab. Was? Was? Ich gehe euch nicht ab? Naja, so habe ich natürlich. Gehst uns ab. Und mir ganz besonders. Aber du sollst auch deine Freude haben. Du brauchst eine Erholung. Da kenne ich keinen Neid, gell? Ja, dann macht dir das gar nichts aus, wenn ich fortfahre. Aber, Carolina, du weißt doch, wie großzügig das ich bin. Na, gleiches Recht für alles, das sagst doch du immer, ne? Ja, ja, du, ja. Und eifersüchtig bist auch nicht. Eifersüchtig? Ja. Na, gell. Gell, wir führen doch eine ganz moderne Ehe, da ist doch sowas gar nicht drin. Ah, da ist sowas nicht drin? Was? Gut. Ich werde mir schon merken. Ja. Du, in der Gefriertruhe ist alles drin, gell? Ja. Für jeden Tag ist das Essen hergerichtet, ich soll euch nichts abgeben. Ja, wir werden schon ohne die auskommen, ja. Und dass mir der Stall immer sauber gemacht wird, das ist das Allerwichtigste. Lena, kümmere dich nicht, der Stall wird immer sauber gemacht, das geht praktisch um gar nichts kümmern, wir werden schon ohne die auskommen, ne? Sag mal, was? Wie oft sagst du jetzt das noch? Was denn? Wir werden schon ohne dich auch auskommen. Wir werden schon ohne dich auch fertig. Ja, Mädchen, du weißt doch, wie ich bin. Ich sag halt so, wie man es denkt, ne? Da ist ja, nichts ja dabei. Nein, also gut, es geht auch ohne mich. Ich kann euch sorglos verlassen, ich rede euch nichts mehr drin. Ja, das kannst du ja nicht, wenn du nicht mehr da bist, nein. Ah, ich sag schon nichts mehr. Ja. Bald werde ich aus dem Haus sein, dann seid ihr mich los. Ja, tu dich gut erholen, du brauchst das, gell? Ja. Ja. Du, Papa. Was denn? Ich darf halt schon in Fahrschule gehen. Was Fahrschule? Na, was ja noch einen Moment hier verarschen, dann so, so was geht es wieder. Papilein. Nein, nichts, Papilein, wenn ich sage. Ja, na ja, gut, dann fahr's halt, ja. Ja. Mein Papilein, ja, ja, ja. Mein Bester und mein Einziger. Ja, Frau, ich bin ja dein Einziger. Ich war ja noch schöner. Ja, du, und wenn heute Nacht die Kuh kalbt, dann was? Hast niemand zum Helfen. Wenn wir werden schon ohne dich auch auskommen. Das wolltest du doch sagen, oder? Ja. Bei jeder Gelegenheit wird mir das aufs Butterbrot geschmiert. Aber ich lass mich von euch nicht ärgern. Grab mit Fleißel. Na ja. Was ist denn? Was hast du denn? Was hast du denn? Was ist denn los? Zum Zahnarzt muss ich. Na, du hast keine Zeit mehr, sonst für Samstag Zug. Nichts Schlimmes könnte dir gar nicht passieren, hä? Mir? Ja, dir. Du kannst das ja schon gar nicht mehr erwarten, bis ich fort bin. Ach was, ich wollte nicht, dass du keinen Zug hast. Das hat doch der Papa nicht so gemeint, gell, Papa? Genau, ja, natürlich. Ich kenne euch schon. Nein. Wo seid ihr alle miteinander, wenn ich draußen bin? Oh, für sowas habe ich ja gespürt. Na komm, komm, der schon, komm. Na, da hast du ein ganz verkehrtes Gespür. Naja, ich kenne schon meine Pappenheimer. Ja. So, Mama, mit Werner habe ich geredet, der fährt dich zum Zug. Na fein. Das ist nett von Werner. Siehst du das? Wenigstens ein Mensch, der für mich Zeit hat. Na, Mama, ich fahr schon auch mit, damit du nicht in den falschen Zug einsteigst. Ja, so blöd brauchst du mich auch wieder nicht halten. Ich find schon den richtigen Zug. Na, nein, bin ja nicht aufs Hirn gefallen, oder? Also, Lena, so hast du es doch nicht gemeint. Ja, gerade so wie du. Geh, Papa, danach brauch ich nicht mehr heimkommen, weil doch heute auf Nacht beim Werner eine Party ist. Was, du auch? Natürlich, rennst du alle weg, lass deinen armen Papa ganz allein, gell? Eines muss ich euch noch sagen, bevor ich wegfahre. Ja, ich ruhig ausfallen, viel Zeit hast du nicht mehr, gell? Du bist ein
verschämtes Mannsbild. Was denn, was denn? Jetzt mich schon draußen haben, geh ich da schon im Weg, oder? Nein, ich will dir deinen Zug nicht versäumen. Ah, ne? Ja. Der Werner wird mich schon rechtzeitig abholen. Ja. Bestimmt, Mama. Also, das ist auch. Ja. Nicht vergessen, den Hund zum Füttern. Mhm. Und jeden Tag ein frisches Wasser, gell? Ja, ja. Mei, ja. Der arme Hund. Was? Der wird mich am meisten vermissen von der ganzen Familie. Mhm. Als ob wir den Hund verhungern lassen würden. Ja. Gell, Rosel, bei unserer Tierliebe. Ja, ja. Der kriegt das beste Fressen. Ja, das ist aber besseres wie ich, ja, ja. Die Papi. Na dann. Geht, hier lassen wir doch nichts abgehen. Ja, 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 ja. Aber der Hund kommt zuerst, nicht vergessen, gell? Die Papa. Ja, und eins muss ich euch noch sagen. Wenn ein Gewitter kommt, den Fernseher ausstecken, gell, dass es nicht einschlagt. Das machen wir alles. Brauchst dich gar nicht kümmern drum, gell, Mama? Ja, ja, und an der Kaffeemaschine, da lassen nämlich immer die Heizplatten brennen, nicht? Bei uns muss ja alles mit Gewalt kaputt werden, nicht? Wir haben's ja. Mama, jetzt mach doch keine Sorgen, alles wird ausgesteckt. Ja, wenn du nicht mehr da bist, bricht über uns die ägyptische Finsternis herein. Du brauchst nämlich überhaupt nicht spötteln. Ich kenn schon eine Schlamperei. Na was, es wird alles abgestellt, braucht dir gar nichts mehr Sorgen, gell? Ja, ja. Das glaube ich euch aufs Wort. Ja, ja. Hast sonst noch ein paar Ermahnungen, da hat er auch alles losgebracht. Hm? Da darf ich heute nicht mehr fertig werden. Ja, du hast recht. Ja. Übrigens, Susi, bevor du in deine Fahrschule gehst, schaust beim Raumwegegustel vorbei und sagst, dass er rüberkommen. Bei der Melkmaschine stimmt was nicht. Morgen früh soll er gleich als erstes zu mir rüberkommen. Ja, ne? Und sagst, dass er ja nicht vergisst drauf, gell? Ja. Die machen es nämlich sonst regresspflichtig. Weil die Garantie, die ist nämlich noch nicht abgelaufen, gell? Ja. Herein? Ja, herein. Grüß euch Gott. Ja, der Fahrer wäre da. Ja, Werner, grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Grüß dich Gott. Ich danke dir heute recht, dass du mich nach Rosenheim zum Zug fährst. Da brauchen wir doch nicht reden drüber, das mache ich doch gern für dich. Ja, freilich. Ja. Also, ich meine, dann fahren wir. Ja, dann fahren wir. Nicht viel haben wir nicht mehr Zeit. Ist schon recht. Wir reden jetzt fast Abschied nehmen. Jetzt geh her. Kind, komm her. Grüß dich Gott. Schöne Mittelmeerreise. Ja, ja. Grüß dich Gott, ihr holen. Ja, mach ich euch. Viel Spaß, gell? Mama, ich fahre mit. Ah, du fährst mit, ja, selbstverständlich. So, sei der Herrmann, gell? Und, oh, erhol dich gut, gell? Und schau, dass du nicht seekrank wirst. Ah, da hab ich schon Tabletten dabei. Ja, ganze Hausapotheke. Ja, kann schon. So, Werner, also, da kochen wir's. Jawohl, auf geht's. Gell? Ich hab den Kochen, gell? Hast du deine ganzen 7 Zwetschgen beieinander? Ja, ich hab das alles da, ja. Hast du deinen Reisepass, hä? Sonst kommst du postwendend wieder retour. Ja, das war ja furchtbar. Ich meine, das wäre ja furchtbar, wenn du keinen Reisepass dabei hättest. Da kannst du eingesperrt werden bis zur Feststellung der Personalien. Hast du alles? Also noch für die Gott, Servus, für die Gott, Servus, für die Gott, Servus, 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 Servus. Geht's was, bist du draußen? Oh, also, Papa, gell? Ja, bitte gut. Ja, ja, bitte gut. Ich geh's in mein Fahrstuhl und vorher beim Rammbügel vorbei. Ja, ist so gut. Bitte. Ja, hat's noch ab. Ja. Mich kann nichts mehr erschüttern. Ja, ja, schon. Fertig, Gott. Ja. Gott sei Dank. Endlich ist die Alte draußen. Eieieiei. Was der alles einfällt. Hoffentlich kommt's nicht nochmal zurück. Um Gottes Willen. Ja, nein, nein. Ja, fahr schon. Ja, geh schon nicht. Werner, gib Gas! Gib Gas! So, aber jetzt hab ich aber jetzt hab ich allerhöchste Zeit. Allerhöchste Zeit hab ich jetzt. 0, 8, 9. 22, 40, 60. Aha, ja, ist schon frei. Sie ist nicht besetzt. Ja, hallo, ja, Clara, ja, Clara, ja, Clara, ja, stell dir vor, wer am Telefon ist. Was? Der Quirin natürlich, gell, da schaust. Ja, weißt du, Clara, ich wollte dich ja schon öfters anrufen, ne? Aber immer ist mir eine dazwischen, immer ist mir jemand, immer ist mir irgendwas dazwischen gekommen, ja. Ja, was? Vergessen? Aber Carla, so ein Erlebnis vergisst doch ein richtiger Mann überhaupt nicht, gell? Du, Carla, ich hab mir gedacht, ob man nicht,
ob wir nicht unsere Reisebekanntschaft ein bisschen auffrischen könnten. Wie wär's, wenn's zu mir ein bisschen aufs Land rauskommen tätst, was? Was keine Zeit. Okay, Carla, eine Frage, dann nimmst du einfach Zeit. Wann? Ja, morgen gleich oder früher, wenn's wegfährst. Um 5 Uhr kommt ein Zug bei uns an, ich hol dich natürlich sofort vom Bahnhof ab. Ja, was? Schlafen? Schlafen, ja natürlich. Na, natürlich im Gasthaus werde ich dich unterbringen, ne? Oder vielleicht ganz privat irgendwo. Ja, natürlich, für dich mache ich alles Mögliche, Carla. Du kommst also. Ich freue mich schon. Also, Carla, servus, vierte, bis morgen, gell? Quirin, diese 14 Tage werden genossen. Darauf kann ich schwören. Gibt's denn sowas auch? Hat denn das sehen müssen? Sag mal, Papa, hast du schon im Krankenhaus angerufen? Nein, bis jetzt noch nicht. Es ist ja noch viel zu früh. Ja, aber vergiss nicht drauf. Na, sag mal, wie kann denn sowas passieren, dass die Susi im Krankenhaus liegt? Hä? Ja, mei, genau kann ich dir das auch nicht sagen. Hä? Du weißt bloß das, was mir die Polizei gesagt hat. Oh, wenn die Polizei schon her, um Gottes Willen. Ja, die hat doch heute in der Früh bei uns angerufen, weil sich gestern auf Nacht niemand gemeldet hat. Ja, ja. Ja. Wo warst denn du eigentlich? Wo will ich gewesen sein, wo ich hingehöre? Das heißt, wo ich halt manchmal hingehe, ins Wirtshaus, ne? Mhm. Ich war auf der Party beim Werner. Ja, ja, aha. Ein Verkehrsunfall sozusagen. Also, und wie weiter? Also, pass auf. Ja. Die Susi hat doch mit dem Motorradl dem Fahrschulauto nachfahren müssen. Das ist doch immer so. Ja, und weiter? Ja. Und dann hat das Fahrschulauto schnell bremsen müssen. Ja. Und Susi hat Gas gegeben. Na, ist denn die nicht noch blöder? Mei, das war halt eine falsche Reaktion. Ja, uns mal leer war fertig. Ja, das war nicht mehr zum Vermeiden. Ja. Sie ist mit Karacho in dieses Fahrschulauto rein. Ja, ist ja viel passiert. Am Auto? Nein, der Susi. Ja, so viel ich weiß, ist das Auto hinten eindruckt. Ja, Susi auch. Das Motorradl ist halt recht verbogen. Motorradl ist verbogen, ja. Ja, und der Susi... Und der Susi selber nichts passiert? Ist Maschine auf den Fuß gefallen. Ja. Ich sag's gesagt, diese Blutsmotorradfahrerei. Ich hab immer schon gesagt, das ist nichts für ein Jungsmädel. Aber die Susi, die ist ja genauso stur wie unsere Mittelmeerreisende, ne? Mensch. Ja, bloß gut, dass Mama nicht da ist, die wird sie nur wieder aufnehmen. Gott sei Dank, das kann man gerade noch ab. Und wie weit fällt es bei der Susi? Ach, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Nicht? Das weiß man erst, wenn es gekränkt ist. Also, wenn der Fuß gebrochen ist, naja, dann kriegt es halt einen Gips und 8 oder 14 Tage wird schon drin bleiben müssen im Krankenhaus. 14 Tage? Um Gottes Willen habe ich nur dich zum Arbeiten. Oh, Papa, was? Ich lasse dich schon nicht im Stich. Na ja. Vielleicht kriegen wir bald eine Aushilfe, ne? Wieso? Na ja, wir sind doch da bei dieser Ferien auf dem Bahnhof, bei dieser Aktion da, ne? Und da steht im Prospekt, steht drin, verbilligtes Wohnen bei Mithilfe im Haushalt, ne? Gepackt. Ja, was denn? Zu der Bedingung werden wir kaum jemanden kriegen. Ja, das kann man nicht wissen, ne? Oh, mach dir keine Sorgen, wir zwei werden schon allein fertig. Ja, ja, sag mal, was ist denn überhaupt mit dem Kaffee? Immer wenn ich vom Stall gekommen bin, war der Kaffee am Tisch, ne? Nein, der muss schon fertig sein, der Maschine. Außerdem ist Mama nicht da. Eben drum brauchen wir eine Aushilfe. Ne? Die hast du schon an mir. Ja. So, und jetzt bringe ich dir dein Frühstück. Ja, gut. Ja, wo bringe ich nur die Carla unter? Hast du was gesagt, Papa? Nein, ich muss immer an die Mami denken, gell? Ja, und das stört halt. Das ist, weil ich immer allein bin, gell? Ja, ja, geht's dir recht ab, Papa? Ja, und wir, mein, und wir. Na ja, die 14 Tage gingen auch vorbei. Ja, leider. Was sagst du, Papa? Leider können wir nie zusammen in Urlaub fahren und das tut halt weh. Gell, ja. Nein, kriegst du einen Kaffee. Ja. Ach, bist du ungeduldig. Na ja, was heißt ungeduldig? So, schau, jetzt hoffe ich, dass ich dir recht mache. Ja, gell? Ganz langsam. Ja, ich mag jetzt bloß einen Kaffee. Ich mag ich halt nichts. Schon wieder nicht? Nein, ich hab keinen Hunger. Schau, ich bin so aufgeregt wegen der ganzen Susi-Sache da. Ja, danke schön.
ein bisschen Zucker, so zwei Stückel. Und ein bisschen Milch brauche ich auch. So, jetzt ist die nieder und der Frühstücken kommt, dann ist einander. So, jetzt. Mein Gott, was wird das wieder kosten? Der Kaffee? Na, der Unfall von der Susi. Ja. Das geht doch aufs Konto von der Fahrschule. Die sind doch gegen sowas versichert. Ja, aber eins sag ich dir gleich. Ein Motorrad bekommt sie mir nicht. Komm, Papa, verschrei's nicht. Die Susi, die braucht er nämlich bloß wieder um einen Bart streichen und Papilein sagen, er gehst wieder in Knie. Bin ich schon mal in Knie gegangen? Ja, bei mir vielleicht nicht, aber bei ihr schon. Ach, diese blöde Eifersüchtelei, könnt ihr euch ja gar nicht vertragen. Okay, ich hab bestimmt nichts gegen sie. Vor allen Dingen jetzt, wo sie im Krankenhaus liegt. Ja, eben drum, und du besuchst es, du. Ich hab heute Nachmittag keine Zeit, ich muss jemanden vom Bahnhof abholen. So? Wen denn? Na ja, da von dieser Aktion Ferien Bahnhof, ne? Die schaut ja vielleicht auch unseren Bahnhof an. Ich meine unseren Bahnhof an, ne? Da muss ich da sein, muss die Frau abholen vom Bahnhof. Ah ja, Bahnhof. Von mir aus. Ja, ja, ja. Mein Gott, wer kommt denn jetzt in aller Frühe, ha? Mein Ausschauen tut's bei unseren, dass du nie zusammenräumen kannst, ha? Schau mal hier. Was denn? Das ist alles von dir. Von mir? Ja, okay. Jetzt gleich weg sein, du bleibst ganz da. Ja, die packen wir gleich. So. Hast du das gesehen? So macht man das. Schon ist sauber. Wer muss merken? Ja, herein. Einen guten Morgen wünsche ich. Die Nachbarin. Was bist denn du schon alle früh bei uns? Wollt bloß ein bisschen nachschauen. Nachschauen? Ich hab glaubt, ihr seid's noch gar nicht auf. Nicht auf. Wir haben die ganze Stahlarbeit schon hinter uns. So. Ja. Und beim Kaffee seid's gerade. Ja, das siehst du ja, ne? Und der Wurst schon in der Früh. Ja? Sowas leid's uns nicht. Uns schon. Was möchtest denn? Ja, ich wollte bloß fragen, ob ich euch was helfen soll. Na, danke, wir brauchen keine fremde Hilfe. Na, wir werden schon allein fertig, ja, gell, Papa? Ja, klar. Ach so? Was? Ihr braucht keine fremde Hilfe. Na? Hab's euch bloß gut gemeint. Hm? Weil mich Lena extra drum bittet hat, dass ich mich ein bisschen um euch kümmert. Noch dazu jetzt, wozu sie im Krankenhaus liegt. Ah, weißt du das auch schon wieder? Ich möchte nur wissen, was du deine Nasen überall drin hast. Ja. Ja. Ja, nein, hab's euch bloß gut gemeint. Ja, ja, bloß gut gemeint. Ja. Da bietet man seine Hilfe an und du lässt dann abfangen, als wenn man auf der Brennsuppe daher geschwommen war. Ja, ich hab dich nicht gerufen, hol die Raschen. Ist was? Hol die Raschen, sagst du zu mir. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Was? Du geh, sowas brauchen wir fein nicht zu gefallen zu gelassen. Ja. Ich werd's der Lena schon sagen. Ja. Die wird dir schon einen Anstand beibringen. Ja, ist schon gut, ja. Mein Papa braucht keinen Anstand. Ja. Und schon gleich gar nicht von dir. Also, gell, wir sind auch nicht auf der Brennsuppe da. Ja, geschwommen, das hast du uns schon mal gesagt, ja? Werd's der Lena schon sagen. Ich sag's dir dann auch schon, was für ein gescheiter Hammi, dass du bist. Du, gell, jetzt klang's mir fein. Da hat der Zimmermann das Loch gemacht, gell? Was, du schmeißt mich aus? Nein, ich... Ersuche ich nur höflich, das Haus zu verlassen. Ja, ja. Ja, nach dem Schüttel, genau. Geh auch schon. Ja, und lässt den Schüttel fürs Haufen. Bei so Würsteleit mag ich ja gar nicht bleiben. Die haben ja einen Teufel im Leib. Was gehört, Papa? Wir haben einen Teufel im Leib. Ja, ja. Ich konnte Mama nicht verstehen, dass er sich einen Ratschen auftragt, sie sich bei uns nachschauen. Ja, mei, Mama hat sicher gut gemeint. Mhm. Mei, wo wird's denn jetzt sein? Mama, wo wird's denn sein? In Venedig, die schifft sich gerade ein, ne? Ja. Venedig. Ja. Weißt du, eine Schiffsreise möchte ich auch mal machen. Ja, das kannst du schon machen. Wenn du mit deinem Geld so rumschmeißen darfst für deine Partyfetzen. Oh.
Geh, Papa. Was denn? Ich gebe wirklich nicht viel Geld fürs Gewand aus. Ja? Schau mal in der Susi einen Kleiderschrank rein. Da wird staunen, was da alles drinnen hängt. Ja. Mei, wenn ich bloß dran denke, was die alles fürs Motorradl braucht. Und alles in Leder. Ja, weil das vielleicht nichts kostet. Die Soße liegt im Krankenhaus, also lass jetzt einmal herleiten. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Ja, das jetzt hier, ich könnte euch den gar nicht vertrauen. Ha? Muss denn immer gestritten sein. Das liegt an ihr. Ja, und hier schon auch, du hast auch einen Goschen mit Freilauf ohne Bremsen. He? Papa? Was denn? Das muss ein Erbstück sein. Ja, da. Okay. Ja, vielleicht gerade mir der Mama nach. Ja, da hast du recht. Du bist ganz die Mutter. Aber die Susi, die gerade mir nach mir noch. Ja. Ist fertig mit dem Kaffee? Ja, dann fertig kommt den Ausdruck. Gut, dann ramm ich auf. Ramm auf, ja. Wer kommt denn jetzt? Schau mal. Ach, das ist der Werner. Der Werner? Was will denn der alle früher bei uns? Ach, Papa, das weiß ich doch auch nicht. Ja, herein. Grüß euch Gott. Grüß. Werner, grüß dich Gott. Was ist denn? Mit dir los? Ja? Mit mir ist nichts. Aber stellt euch vor. Was? Meine Mutter ist die Kellertreppen untergefallen und ist drunten liegen. Oh Gott, das ist. Jesus Maria, wir haben gleich Sanitäter kommen lassen. Ja, fällt's weiter? Das kann man noch nicht sagen. Mhm. Aber wie sie es auf die Tragbar hinaufgelegt haben, hat es Gott sei Dank dann wieder aufgeschlungen. Ja, dann sieht sie wieder, Gott sei Dank. Papa! Was denn? Ja, Gehirnerschütterung wird schon rum. Aha. Haben Sanitäter gemeint. Schön. Und jetzt haben sie es ins Krankenhaus gefahren. Das ist da was, ja. Ehrlich. Also wenn der Teufel heute los war, gell? Mhm. Und was drückt dich das schon? Naja, ja, Aushilfe hätte man halt jetzt braucht da auf dem Hof. Aushilfe? Ja, weil halt bis Mutter wieder auf dem Damm ist. Mhm. Da haben wir gedacht, ob nicht die Rosel bei uns aushelfen kann. Oh. Ja, weil doch der Vater und ich rein gar nichts vom Haushalt verstehen. Die Rosel, das ist mir gar nicht recht, dass du mir die jetzt auch noch wegziehst, ne? Ja, jetzt sei doch nicht so. Du hast doch noch deine Susi. Na, eben nicht. Die liegt auch im Krankenhaus. Was? Ja. Ja, das darf ja nicht wahr sein. Ist aber wahr. Ja. Und was fällt dir? Ein Unfall hat es gehabt mit dem Motorrad. Ich glaube, die hat sich im Fuß gebrochen, ne? Na, geht das natürlich nicht mit dir aus. Das habe ich nicht wissen können. Ja, ja, freilich. Lass mich mal überlegen. Warte mal, ich möchte ja deine... Ich möchte dir deine Bitte nicht direkt abschlagen, gell, weil ich habe Verständnis für zwei Männer, die sich im Haushalt nicht auskennen. Ne? Im Gegensatz zu mir, ich bin da perfekt, so, gell? Ja. Im Haushalt. So? Was? Da habe ich aber noch nichts gemerkt. Oder du kannst ein Blödsinn, natürlich. Machst du, ich kann mir nichts essen holen, das kann ich doch selber machen, oder? Papa, und ich kann dich doch jetzt nicht ganz allein lassen. Nein, ich konnte dich. Ich finde mir doch meine Sache selber, da brauche ich dich gar nicht dazu. Hör auf, die Mama sagt, dass ich auf die Schaufel. Aber die Mama sagt, das ist doch gar nicht wichtig, wenn ich sage, ich brauche dich nicht. Ich finde meine Sache selber, dann werde ich schon finden. Ne? Kannst ruhig zum Werner gehen, ich brauche dich nicht. Ich finde schon meine Sache, gell? Gut. Ja. Wenn du meinst, dass du allein fertig wärst? Ja, ich werde nicht gleich allein fertig. Ja, wenigstens auf einen Tag oder zwei. Ich finde, ja, machen wir kurz. Kannst ruhig ein paar Tage länger bleiben. Ruhig ein paar Tage. Rosl, das ist ein Wort. Ja. Mhm. Also, lass dich nicht aufhalten, gell, und geh nicht zu zum Werner, gell? Mhm. Ich wär schon fertig, brauchst keine Angst. Ja, dann bin ich schon zufrieden, wenn du fertig bist. Ja, also, dann hol mal ein paar Sachen, gehst du nicht mehr? Ja, da schau so die Weiber. Da schau, das Geschirr lässt wieder stehen. Diese Weiber. Ohne Hirn. Aber lieb. Ja, ja. Ja, sag mal, bei uns geht's halt so wie in einem Darmschlag. Herein! Servus, alter Freund. Ja, Gustl, grüß dich. Du bringst's? Ja, haben's dir nicht gesagt, in der Make-Maschine ist irgendwas kaputt, musst nachschauen. Nein, dann's nicht gesagt, schau halt nach, werd nicht so weit fallen. Psst, bleib da, ich hab etwas ganz Wichtiges und dafür auch mit dir zu reden. Ah, grüß Gott, Herr Rampweg. Ja, ich bin der Herr Schwiegersohn in Spee. Geht er schon wieder? Nein, der wartet aufs Roserl, ja. Soll ich vielleicht rauswarten? Nein, bleib nur da, schau, ist schon da, das Roserl. Ja, grüß Gott, Herr Rampweg. Ist das auch was Nadel? Wohin denn schon, Olaf Rehr? Ja, ich muss bei meinem Verlobten aushelfen. Aushelfer heißt mir das jetzt, ne? Ja. Okay, seine Mama liegt im Krankenhaus. Ja. Ach so, ja. Da tust du kurz Werk. Gell? Mein Segen hast du dazu. Ja. Also, lass dich nicht mehr aufhalten, gell? Geht's nicht schon. Papa, bevor ich es vergiss. Was denn? In der Gefriertruhe, da ist ein Blaukraut drin. Ein Blaukraut, ja. Ja, und links ist ein Fleischpflanzen. Brauchst du es bloß aufwärmen, gell? Ja. Ey, Papa, tu mir bitte einen Hund nicht vergessen. Nicht. Der kriegt da Fleischpflanzen, da werden wir nicht lang.
wenn ein Gewitter kommt, dann musst du den Fernseher ausstecken, ja, nicht damit es einschlägt. Weiß ich, dann immer sie ausstecken. Ja, und die Heizplatten bei der Kasse. Du musst dich ausstecken, ja, ich bin doch kein kleines Kind, nicht? Für die Kopfabelein. Also. Mach's gut, ja. Gell? Für die Gott, Kind. Für Gott, Herr Raumwürfel. Ja, also, für die Gott und Danteschön für die Rosen. Ja, sag einen schönen Gruß an Mama, gute Besserung wünsche ich, gell? Danteschön, wer's aus um mir auch, gell? Ja, danke. Ja, ja. Na, endlich sind sie draußen, um Gottes Willen. Was denn gegen die zwei? Ich hab nichts gegen die zwei, aber im Weg ging es mir um, ne? Ach so. Ja. Du wolltest mir was sagen, unter vier Augen sozusagen. Gustl, du weißt, ich bin dein bester Freund und du bist mein bester Freund. Und ich kann dir was anvertrauen, das kann man nur seinem besten Freund anvertrauen. Und ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Du weißt, du kennst mich, ich bin ein guter Familienvater. Ich lasse meiner Familie nichts abgehen. Am allerwenigsten meiner Frau. Die macht es dieselbe Mittelmeerreise, genau wie wir zwei vor 5 Monaten. Ne? Ja, das weiß ich schon, redet das ganze Dorf. Eben. Und nach dem Sprichwort, gleiches Recht für alle, habe ich mir gedacht, das muss aber nicht für die anderen, sondern auch für mich gelten, oder? Da hast recht. Ja. Man muss wissen, was einem zusteht, sonst wird man ausgenutzt. Siehst du das, Gustl? Ich hab's gewusst. Mit dir kann man reden, sich unterhalten, wie mit einem Beichtvater. Was hast du denn zum Beichten, hä? Ja, jetzt pass auf, jetzt trinkst du erst einmal einen Schnapsel, sonst wird der, sonst vielleicht fallst vom Hocker runter. Oh. Ja. Bin ja aber jetzt neugierig, mein Lieber. Ja, da kannst du auch neugierig sein, das sage ich dir. Jawohl. Hast du wieder eine Lumperei im Kopf, hä, alter Bazi? Du hast es erraten, aber diesmal eine mit Pfiff. So. Also na. Prost, Prost auf das, was wir lieben, gell? Kenn ich dann diejenige welche, hä? Freilich kennst du sie, pass auf, du kannst dich doch erinnern an die Carla Leitner, die vor 5 Monaten mit uns auf der Galaxis durchs Mittelmeer gekreuzt ist, weißt du das noch? Ja. Ja, das war eine stürmische Kreuzung, mein Lieber. Gell? Ein sauberes Weibsbild. Ja. Eine Münchnerin, glaube ich, gell? Genau, eine Münchnerin. Ja, oh. Da kann ich mich noch gut erinnern, das ist mir noch in lebhafter Erinnerung, gell? Diese Reisebekanntschaft. Ja, die hast ja du angekommen, das wäre verliebter Kader. Ja, mein, ja. Weißt du, die hat mir halt schon unbandig gut gefallen, ja, die Carla. Ja. Und weißt du das noch, als Ökonomierat, ja, hast du die ausgeben, gell? Und dass du Witwe bist, ja. Dass du Witwe bist, hast du dir weiß gemacht. Ja. Ein Hund bist schon verrückt. Ja, ja, mei. Schau, die Kanner, die haben mir schon unbändig gut gefallen. Ja, 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 ja. Ist ein sauber Mann, und du weißt schon. Und dann, die, weißt du, die Sommernächte, die südlichen Sommernächte, die hat's mir angetan, gell. Ja, da hat's mir geschwärmt, Mella. Ja, ja. Ja, aber bei dem Schwärmen ist's nicht blind. Hm? Denk an die Nacht von Santorini nach Athen, mein Lieber. Ja, ja. Oder wirst du dich nicht mehr daran erinnern können, weil du so besoffen warst? Oder wirst du dich täuschen? Rekords ein Blödsinn, an die Nacht von Santorini kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Du schon, mein Lieber, du warst ja im Delirium, als wäre ein Elefant nach 5 Flaschen Schnaps. Ja, auf. Ganz närrisch warst du auf sie. Dann hast du vertraut, dass wir abgestochen Skyway. Ja. Guschka, du bist ein ganz ordinärer Mensch, gell, das sag ich dir. Jetzt hör mal auf mit deiner blöden Spittlerei, ne? Du weißt, ich bin dein Freund und du bist der meine und ich brauch dich und weil man dich eben, weil du mein Freund bist, muss ich dich ersuchen, dass du mir ein bisschen hilfst, ne? Aha, bei der Lumperei? Na, das musst du nicht sagen. Ne? Ich meine, die Carla ist eine rasante Person, aber kein Schlamperl, gell? Und deshalb habe ich sie angerufen und habe sie hierher eingeladen. Was du nicht sagst. Hm? Daher? Ja. Das hast du dran? Ich denke, die Gelegenheit ist günstig. Meine Alte schwimmt im Mittelmeer. Ne, die Rose ist bei ihrem Bräutigam jetzt und die Susi liegt im Krankenhaus. Also. Ja, da ist ein Herr aus der sozusagen eine sturmfreie Bude. Ja, ja, ja. Da haben wir gedacht. Naja, also, so, zuerst wollte ich sie ja im Gasthaus unterbringen, aber jetzt kann sie ja auch bei mir schlafen. Was? Wohnen, würde ich sagen, wohnen. Ne? Ich hör dich schon gehen. Ja. Du riskierst deinen Seitensprung. Naja, das ist doch heute kein Scheidungsgrund mehr, oder, Gustl? Ja, wenn was war wieder bei dir? Was du dabei ja. zu tun hast? Du musst mir aushelfen. Im Bett? Na! Im Stall, du Trottel! Schlaf dich im Stall! Also, Gustl, lass ja doch einmal auf. Im Stall sollst du mir aushelfen. Allein schaffe ich doch die Arbeit nicht. Ich muss mich doch ein bisschen um die Carla kümmern, ne?
Darum habe ich gedacht, dass du mir aushilfst. Hm? Na, ich war dann quasi für die Stallarbeit zuständig. Und was ist? Hilfst mir, hm? Was tut man nicht alles für einen guten, gamsigen Freund? Ja, und die Karl ist doch genau mein Typ, oder? Na, hoffentlich bist du auch der Ihre. Natürlich, und das ja nicht kommen, oder? Sag mal, meinst du nicht, dass das ein bisschen zu viel ist wie dir, dass du da ein bisschen zu viel zutraust in deinem Alter? Was heißt in meinem Alter, ha? Die guten 50, wo ich bin, spielen überhaupt keine Rolle. Ich reiche heute noch Bäume aus. Ja. Und ausschlagen tust, das wäre ein Hengst. Ja, was? Ich bin ein Mann im zweiten Saft. Himbeersaft. Schau mir an. Wenn auch auf dem Gipfel Schnee liegt, im Tal ist noch alles grün. Da rein, Carla, so. So, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich hab dich einfach anrufen müssen. Ja, und da bin ich. Es war auch ein ganz schneller Entschluss. Ja, jetzt komm, leg ich ein bisschen ab. Ja. Da hinten habe ich ein paar Haken, da hänge ich dich dann auf. Was? Nein. Ich meine natürlich, das Jackerl hänge ich da auf, gell? So. Nett hast du es da herin. Gell? Mei, und die schönen Blumen. Ja, die sind von der Gärtnerei. So schöne haben wir gar nicht im Garten. Ja? Also ich danke dir schön, ja. Herr Ökonomierat. Ach ja, komm jetzt, bitte lass doch den Titel weg, das mag ich gar nicht. Sag einfach Quirin zu mir, oder noch besser, sag Quirinerin. Ja? Also gut, dann sag ich lieber Quirin, das klingt noch doch männlicher. Ja, meinst ja. Was magst du denn trinken? Was darf ich dir anbieten? Ein Cognac, ein Steinheger, Enzian. Ein Cognac? Ein Cognacer. Das mag ich auch so gern. Das ist auch mein Lieblingsgetränk. Ein Cognac. So, hat er gesagt, wo ist die Jacke? Na, was für Jacke? Na, die Cognac. So, ja, freu ich mich. Oh. Ja. So. Aber doch nicht bis zum Rand voll. Was denn? Natürlich, bis zum Rand wollen wir unser Wiedersehen feiern. Ja? Also, Carla, Prost auf das, was wir lieben. Prost? Hm. Was denn, was denn? Mein Kanarienvogel trinkt mehr wie du. Nur langsam, dass ich schön langsam zum Geschmack komme. Na ja, hoffentlich. Also ich muss wirklich sagen, Quirin, nett hast du es da herin. Gell? Ja, und so gemütlich. Ja. Und alles so sauber und ordentlich. Ja, ja, also da schau ich drauf. Bei mir muss alles immer sauber und ordentlich sein, obwohl mein Weibchen, obwohl meine beiden Töchter mich immer schimpfen, weil ich so streng bin wegen der Ordnung und wegen der Sauberkeit, ne? Richtig, du hast ja zwei Töchter, gell? Ja, ja, ja. Wo sind denn die? Ja, die eine ist bei ihrem Bräutigam, da ist die Mutter über Kellerstiegen untergefallen. Und die andere, die Susi, die liegt im Krankenhaus. Was? Die hat einen Motorradunfall gehabt, ja. Um Gottes Willen. Ja, echt nicht schlimm. Gut, aber eine von deinen Töchtern fährt sogar Motorrad. Ja. Muss ein rasantes Mädel sein. Genauso rasant wird der Papa. Carla, weißt du noch, heute vor 5 Monaten haben wir uns kennengelernt auf der Galaxie im Mittelmeer, was? Ja, weißt du ganz genau. Was, sehr schön, da drauf wollen wir doch trinken. Also, Prost. Prost. Bleib ich dann auch schicken? Nein, um Gottes Willen. Hm? Sonst krieg ich ja nur einen Schwips. Ja, das möchte ich doch sogar. Was? Ja. Das möchtest du und an den Schwips, den du auf dem Schiff gehabt hast, oder besser gesagt an den Rausch, an den denkst du nimmer. Oh. Quirin, mein Lieber, da war alles drin. Ich war? Mhm. So, die Kinder sind die Ach, ja, schon her, der Gustl, der Herr Rampögel. Seid ihr schon da? Ja. Das ist aber eine freudige Überraschung, als hätte ich mir im Schlaf nicht träumen lassen. Ja. Ich mir auch nicht. Berühre mich nicht, klassische Schönheit. Was? Ich bin ein Unreiner.
Dieser Mensch, der hat mich zum Kuhstall ausmisten degradiert. Ja. Und das lasst sich der Herr Rambögel einfach so gefallen. Ja, was tut man nicht für einen guten, ganz guten Freund, der momentan unabkömmlich seiner Venus zu Füßen liegt. Ja, Rick, kannst du uns machen? Wir sitzen ganz friedlich um den Tisch herum, ne? Ja, das will ich auch hoffen. Sag einmal, du Muhacke, was? Magst du mir da nicht helfen im Stall oder soll ich die ganze Dreckarbeit da allein machen? Ja, also komm jetzt, reiß ein bisschen zusammen. Ich kann doch die Karin allein da sitzen lassen, ne? Deine geliebte Karla wird schon einsehen, dass man für die Stallarbeit zu zweit sein muss. Hä? Einer zum Ausmisten und andere zum Mist wegfahren. Ja, ja, ja. Also, reiß dich aus den Armen deiner Geliebten, du gewamperter Apollo. Also, okay. Jetzt hättest du schon mal gesagt, du bist ein ganz ordinärer Mensch, aber ne? Aber für die Stallarbeit gut genug, hä? Ach, okay. Jetzt helft doch zusammen, ihr zwei. Nun, da ist doch auch gleich alles erledigt. Er hat nur Angst, dass ihn dann seine geliebte Karla nicht mehr riechen kann. Ach, was Blödsinn. Also gut, dann machen wir das anders. Gefreiter Bachwiese, Sie sind ab sofort abkommandiert zur Stallarbeit. Ja, jawohl, Frau Fegwebel, jawohl. Was kriechen Sie denn am Boden rum, Herr Gefreiter? Entschuldige, was haben Sie? Der Gefreiter Bachwieser sucht seine Stallklamotten. Ja, Gefreiter Bachwieser hat die Stallklamotten gefunden. Schöne Schlamperei. Hey, ja. Also. Was denn? Kompanie angetreten zur Stallarbeit. Jawohl. Still gestanden. Jawohl. Augen rechts. Rechts. Die ganze Kompanie im Gleichschritt Marsch. Ein Lied. 3, 4. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Husch. Und das reicht wohl 3, 4 Karlinka. Ja. Nein, ist das schön, wenn man wieder mal so richtig blödeln kann. Ja, Herr Reif? Grüß Gott. Ja, doch, Herr. Ein fremdes Weiberlein. Ja, mir haut's um. Ist er denn schlecht? Warum soll mir schlecht sein? Ja, ich mein, Sie schauen so komisch. Wie schau ich? Komisch. So verständnislos. Ja, da soll man noch Verständnis haben für sowas. Ist doch glatt schon eine andere da. Was? Ja, wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich komme aus München. Aha. Aber Sie? Wer sind denn Sie? Ich bin die Nachbarin. Ach so. Mhm. Ja, jetzt möchte ich schon wissen, wer Sie sind. Also, ich hab's zwar nicht notwendig, dass ich eine Rechenschaft abgebe, wer ich bin, aber gut, na, sag ich's ja da heute. Ich heiße Karla Leitner, komme aus München, wohne Theresienstraße 83, bin im Zeichen des Wassermanns geboren. Wollen sonst noch vielleicht mein genaues Geburtsdatum wissen? Na, das reicht schon. Gut, danke. Bitte. Ja, und Sie? Ja, was wollen denn Sie? Ach so, was ich will? Ja. Ja. Eine Sicherung ist mir durchbrennt. Ja, Sicherung. Und ich habe leider keine mehr daheim. Mhm. Naja, und Sie glauben, dass Sie da im Haus wohl eine finden könnt? Und wissen Sie vielleicht auch wo? Ja, genau. Gut. In der Küche. Im linken Schubladen ganz unten drin. Also, naja, dann werde ich es mal suchen. Aber ich glaube, nach der genauen Beschreibung kann ich es nicht verfehlen. Ist doch bloß gut, dass mir das mit der Sicherung eingefallen ist. Quering, Quering. Was bist du nur für ein hinterkünftiger Bazi? Kaum ist die eigene Frau aus dem Haus, ist doch glatt schon die nächste da. Aber das hätte ich dem Duckmauser gar nicht zutraut. Der gehört ja glatt kastriert. Wer gehört rasiert? Der Bachwieser, ja. Weil er immer so stoppelig umeinander läuft. Ja? Ja. Also das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Mei, wenn ein junges Weibsbild auftaucht, dann putzen sie sie halt, die Malefizkater, die Mistigen. Tja, wissen Sie, Kater sind im Polygam. Ja, ja, genau, die sind's. Poly, po, ja, Polydings da, ja. Die Malefizkater. Da ist übrigens die Sicherung. Ich hoffe, sie passt. Dankeschön. Bitteschön. Na ja, dann könnte ich ja eigentlich wieder gehen. Eigentlich schon. Wiedersehen. Wiederschauen. Ganz polygamerisch geht's da herin. So. Die spinnt. Bei der ist wirklich eine Sicherung durchbringt. Ja, oder? Die Werte Bach, wie sind wir natürlich von der Stahlarbeit zurück? Was ist denn? Man riecht's. Ja, aber meine Hände sind sauer. Ja. Dann muss es gewandt sein. Ja, ja. Ist sofort geändert, wird sofort umgezogen, alles gleich. Gut. Pico Bello fertig. Ist in Ordnung. Ja. Und ich richte weiß Abendessen her. Ja, ja, das habe ich alles schon hergerichtet. Auf der Anrichte steht alles draußen. Und einen guten Wein habe ich im Eisschrank drin, da bringst du eine Flasche oder zwei mit, gell? Und ich habe schon alles gesehen. Ja, das war. So, jetzt so, hopp, hopp, hopp. Usch, 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 usch. Jeder mal dahinter, verstecken. So, und die Hose, die kommt wieder schön dahin. Na, gehen wir schon mal. So, und jetzt? Na, so, jetzt. Und schon ist alles erledigt. Alles sauber in Ordnung. Ja. Jetzt ist alles hergerichtet. Was? Hey. Ja. Und umgezogen bist du auch schon wieder? Alles geht bei mir ganz schnell. Ja. So, schnell. Ja. Ja, da lädst du nichts mehr drin. Ja. Ja. Vielleicht... Ach, Karla, Karlinka! Ach nee, pass auf, ich war ganz frisch beim Friseur. Na ja, komm, das tut der Leidenschaft doch keinen Abbruch, Karlinka. Aber Quirin! Nein, lass ihn mal richtig. Hey, und ich hätte gleich sämtliche Rippen. Dann bist du wieder da. Ja. Frisch waschen, geschneizt und gestrichen. Ja, was? Jetzt schau ich wieder aus wie ein Mensch. Hm? Vielleicht habe ich sogar Chancen bei deiner Karla. Ja. Ich darf auf Anhieb sagen, ja. Ja, das muss laut sagen, der glaubst gleich auch. Bin ich mein gläubiger Mensch? Ja, du brauchst gar nicht so viel einbilden. Der kann bloß vom Glück sagen, dass ich sein Freund bin. Hm? Sonst wäre ich sein Rivale. So ist die Dame für mich natürlich tabu. Ja, hoffentlich, hoffentlich, gell? Also jetzt, wo Dorfgoggeln wird, seid doch nicht wieder in Federn kommen. Ja. Also. Auf geht's, Sitze. Es ist alles schon hergerichtet. Ja, lasst es euch schmecken, ihr zwei Mistgabel-Jongleure. Das wird heute noch ein zünftiger Abend. Ja. Und auf das, ja, auf das trinken wir jetzt gleich. Jawohl, auf das trinken wir jetzt. Also, einen Hunger habe ich wie ein Wolf. Prost! Prost! Prost. Ein Hunger? Ja. Das kommt von der Stallluftveränderung, dass du einen Hunger hast. Ja. Weil du gerade vom Hunger sprichst. Das Essen auf dem Schiff, das war doch hervorragend. Ja, ganz prima. Ganz prima war das. Bedienstsame waren wie orientalische Fürsten. Ja, 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 ja. Überhaupt diese ganze Mittelmeerkreuzfahrt, die war einfach fantastisch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Sehr schön war das, ja. Die Insel Delos, die war ja sehr interessant. Und Mykonos. Mykonos. Weißt du es noch? Ja. Mykonos war doch ein Blütenparadies. Ja, ja, ja. Und auf Rhodos habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Warum? Mein Sonnenbrand war das reinste Alpenglühen. Ja. Ja. Ja, und auf der Insel Santorini, da sind wir dann mit den Esel auf die Bergen aufgeritten, gell? Weißt du es noch? Das war vielleicht so ein Eselsritt. Ja. Deiner hat dreimal gestreikt, der war bestimmt bei der Gewerkschaft. Ja. Und der Deine muss mit dir verwandt gewesen sein, weil er so zahm war. Also genauso habt ihr euch auf dem Schiff auch immer kanzelt. Besonders in der Weinlaune. Ja, so manche sternenklare Nacht hat uns den Kopf vernebelt. Ja. Über uns das Kreuz des Südens.
und unter uns ein schwankendes Schiff. Ja, und wir selber haben auch geschwankt, ja. Gell? Du einmal am meisten. Was denn, wieso denn schon wieder? Nein, das stimmt schon. Ja. Hm? Lass der Songfreund einen Affenhass benannt gehabt, okay, dass sämtliche Leuchttürme ausgegangen sind. Ja, er übertreibt halt wie immer, ne? Mm-mm. Was? Er spricht die Wahrheit. Was? Mit der Strickleiter hast Fenstern wollen vor ihrem Bullauge. Ja? Was denn raus? Was? Gerade, dass ich die Nacht zurückhalten hab, sonst wär's schon Haifischbrotzeit. Ja, nein, also komm jetzt her doch auf, der liegt schon wieder. Nein, der liegt nicht. Genauso ist gewesen. Du, dem Gustl hast bei aller Hand zum Verdanken. Ja, oh Gott, nein, nein. An die Nacht von Santorini kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da glaube ich, kann sich mein Quirin überhaupt nicht mehr erinnern. Doch. Nein, da war nämlich mein Quirin so blau, als wie das Meer. Ja. Noch tiefblauer. Ach, was Blödsinn. Nein, nein. Die Nacht von Santorini werde ich nie vergessen. Da war doch alles drin, gell, ja, was? Aber nur fast alles. Ja. Das ist ja her, schon alles leer. Da haben wir sofort einen Nachschub, natürlich, gell? Also komm, ich hol schnell einen, ja? Ich habe ein ganz besonderes, gutes Flascherl versteckt, das weiß ich nur nicht. Also, da holen wir es miteinander. Gut. Jawohl, der Nachschub miteinander. So ein verliebter Kader. Den hat's best erwischt. Das kann mir nicht passieren. Prost, Gustl, mit dir trinke ich am liebsten. So eine Gaudi war das bei den Schifferl. Hey, Wolf! Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Und jetzt wird einmal der Gustl an das Telefon hingehen. Hallo? Hier bei Bachwieser. Nicht so laut, ich verstehe kein Wort. Ja, der Gustl ist dann. Ja, der. Dings, der Rampöge, gut, den kennt doch auch jeder. Und wer sind. Was? Das gibt's doch nicht. Wie ist denn das möglich? Ach so, ja. Der Quirin, der ist gerade bei seiner Kuh in der Küche. Im Stall. Der ist bei den Kühen. Ja. Ja, ich riech's ihm aus. Mach ich. Auf Wiedersehen. Hallo, es pressiert aber nicht mehr. Ja, sowas. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sitzt man schon drin. Quirin, komm mal raus, es brennt! Was ist denn schon wieder? Na, komm doch gerade mal raus, es pressiert! Also, sag mal, du kannst mit ein paar Minuten mit der Carla allein lassen. Was ist denn? Sitz dich mal daher, sonst haut's die Glatt. Was ist denn los? Was spinnst denn wieder? Was hast denn? Eine Hiobsbotschaft. Hiob, wer ist denn der Hiob? Den kenne ich ihn gar nicht. Und ob du die kennst, die Deine kommt zurück. Hm? In einer knappen Stunde willst du da sein. Du wirst das der Witzbold sein, mein Lieber. Die Meine kommt zurück. Die schwimmt bereits im Mittelmeer. Schau, so glauben wir es doch. Was? Sie hat gerade angerufen, sie ist in Rosenheim. Ja. Und möchte mit dem Taxi herkommen. Sie hat bloß noch keins erwischt. Ja. Und in einer knappen Stunde möchte sie da sein. Und wenn du mich noch so schlau anlügen willst, ich glaube es dir nicht. Meine Alte schwimmt im Mittelmeer, die kann in einer knappen Stunde gar nicht da sein. Jetzt reiß doch endlich mal zusammen und glaub mir's. Und schau, dass du nüchtern wärst. Ja, dann mal schau, du wärst der Flasche angezapft wieder mit der Carla. Ja, schau, sag nicht, sag das zum allerletzten Mal, die Sache ist todernst. Ich bin kein Witzbold. Was sie ist wirklich denn in Rosenheim und hat angerufen. Was denn? Moment einmal, die hat sich doch eingeschifft. Eben nicht. In Venedig hat sie einen Fahrschein angeschaut für das Schiff und ist draufgekommen, dass sie sich im Datum geirrt hat. Um Gottes Willen. Nicht am 7., sondern am 17. sticht die Galaxis in See. Um Gottes Willen. Sie ist im 10 Tag zu früh dran. Oh, und dann sticht sie. Und dann sticht er in Rosenheim, dann sitzt er in Rosenheim. Ja, aber nicht mehr lang. Was? Wenn es ein Taxi hat, dann brauchst du sofort daher. Oh, wie brauchst du Scherer? Wir müssen irgendwas unternehmen. Was machen wir denn mit der Carla? Mit der Carla? Um Gottes Willen, was machen wir denn mit der Carla? Die muss unbedingt aus dem Haus, bevor der Alte kommt. Ja, aber wie? Was denn? Ja, wohin denn? Am besten sagst du dir die Wahrheit. Die Wahrheit? Ich kann doch nicht sagen, dass ich kein Witwer bin. Dann ist doch alles aus. Das war schon das Beste. Was denn? Nein, nein, nein.
Das war nicht viel. Ich gebe die Karla nicht mehr her. Gib sie nicht mehr her. Schade, ich kann ja doch die ganze Freude zerstören. Das schaffe ich nicht. Du musst da irgendwas anderes einfallen, aber auf der Stelle. Ja, aber was denn, Gustl? Ich hab's. Was denn? Wir hängen ihren Mordsschwips an. Ja, doch, ich fällt nicht mehr viel, die hat sowieso schon geladen. Und wenn's dann nicht mehr richtig stehen kommt, dann können wir es besser umtransportieren. Wohin willst du denn umtransportieren? In ins Austraghäusle, hinter deinem Haus. Recht richtig, da steht sogar ein Bett drin, jawohl, ja. Das ist ganz gut. Umso besser. Jawohl, das machen wir, ja. Mensch, du bist der Scheider. Ja, aber was sagen wir dann der Karla morgen früh, wenn sie wach wird? Du sagst gar nichts, du liegst mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Was bin ich? Ja, so sag ich zu ihr, wenn sie wieder zu sich kommt. Ach so. Ich komm ganz in der Früh daher, ja. Wenn noch alles schlaft. Ja. Weg die Karla, sitze in mein Auto und bringe deinen Sündenfall nach München. Ja, mein, oh, ich danke dir, mein lieber Gustav, die kann ich mir verlassen, ja, gell? Um Gottes Willen. Da kommt gar nichts schief, geht der Frau, die spannt bestimmt nichts. Ja, hoffentlich nicht. Ja. Das Corpus Delicti wird betäubt, ja. Kassiert ja. Und aus dem Wege geräumt. Oh, ja. Sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Ja, aber sag ich das, lieber Gustl, sag's ihr. Ich telefoniere sie wieder an. Ja. Die Nacht von Santorini kann ich nicht vergessen. Sag ihr, das ist bisschen gut. Nein, das mache ich schon. Ja, für die tue ich alles. Das war... Jetzt kommt sie wieder. Ja. 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 Ja, was ist denn? Wo bleibst du so lange? Ich bin schon da, bin schon da. Du kannst doch deinen Aschenputtel nicht einfach allein lassen. Ja, ich weiß. Okay, ja, Aschenputtel. Schau mal her, ich hab keinen Tropfen mehr zu trinken. Aber ich, da ist einer genug. Da sitzt die her, Aschenputtel. Da sitzt die her, die sich fest trinken. Ja. Du auch, bisschen schon, nicht so viel. Ja, ja, jetzt. Also dann. Der sollst nicht mehr leben. Ja, das ist ein tolles Leben. Also nachher Prost. Also Prost. Ex, gell? Jawohl. Ein gutes Tripperl, ja. Ex. So, jetzt ist ein Abschenk. Ja. So, jetzt lasst es schmecken. Prost. Heute ist richtig lustig. Ja, richtig, sind Sie lustig. Und Ex. Ja, und Ex. Es ist mir alles wurscht. Ja, alles wurscht. Also, Prost. Prost. Ich glaube fast, ich krieg einen Schwips. Fast ist gut. Ja, fast ist gut. Ja, Ex, gell? Und dein Arsch, da geh her, komm, lass dir deinen Arsch schenken. So, da geh her, Karla. So, ihr müden Rocker. Was haben wir? Jawohl, jetzt will ich Stimmung haben. Was ist Stimmung? Musik. Jetzt brauche ich eine Musik. Ja, ich werde ja bemuntert, dass da schläfrig ist. Es wirkt schon noch, es dauert halt seine Zeit. Ich werde ja bemuntert. Nein, das dauert halt ein bisschen. Da, jetzt haben wir Damenball. Damenball. Damenball, Herr Rampögel, darf ich bitten? Ja. Komm, jetzt machen wir Damenball. Ja, los, ich hab dich getanzt. Ja, das ist gut. Ja, Die sind im Tiefschlaf und ist transportiert. Also, dann gehen wir es dann über, gell? Ja. Aber bis zur Haustür, gell? Ja, was bis zur Haustür. Und dann? Den Rest bauen wir es mit Schubkarren. Ja, weißt du, so gut ist, gell? Auf geht's, Karre, hopp! Na, halt, bis jetzt. Jetzt ein Radio ausmachen. So, dann jetzt. Auf geht's, Karre, hopp! Mein Alter! Schauen wir mal, da wollen wir doch jetzt nicht, komm auf! Komm her! 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 Komm her
Arschen, halt! Arschen! Da halt das Gewand! Das Gewand! Das Jackerl! Ja, das Jackerl, so hier! Halt schnell! Ja, da ist er! Ja, da! Ui! Wie heißt das? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Bart abgebrochen! Das Tier von der Karle ist auch noch da. Um Gottes Willen. Oh, mein Gott. Ich will es nicht machen mit dir. Jetzt! Ja, der Gustl ist noch da. Ja, grüß dich Gott. Ja. Jetzt bin ich halt schon wieder da, gell? Leider kann man da nur sagen, ha? Ja, leider. Ja, grüß dich, ja, grüß dich. Wo ist der Quirin? Der Ding ist der Quirin, der. Ah, der Quirin? Der ist in der Küche und tut da abspülen und so. Sauber machen. Das hört man gern. Ha? Ja, jetzt. Was hast du denn mit dem Sehen? So. Der Ochs ist mir draufgestiegen. Ja. Hast du im Stall mit ausgeholfen? Ja, freilich, wird da mein Freund mit im Stich lassen. Ja, ja. Ja, Quirin! Ich freu mich so, ja. Ach, mir mehr an. Oh, um Gottes Willen. Mit was hast du das so abgespült? Mit Bier oder mit Wein? Nein, mit Wasser, mit Wasser. Oh, wer es glaubt, gell? Ja, du, ja. Wo sind denn unsere Mädeln? Was sind für Mädeln? Ah ja, unsere also, Mädeln. Unsere Mädeln, ja, freilich. Ja. Also, pass mal auf, die Rosen, die ist bei ihrem Bräutigam, weil die Mutter ist zum Keller. Treppe hinuntergefallen. Um Gottes Willen, ja. Das ist bei Schlimm. Na, sie taucht schon wieder auf. Was ist wieder offen, ja. Ja. Und wo ist die Susel? Was für Susel? Also unsere Susel, ja, unsere Susel. Die liegt im Krankenhaus. Was? Ja. Ja, was ist denn mit ihr? Die mit dem Motorrad hat sie ein bisschen einen Unfall gehabt. Ja, um Gottes Willen. Na, ist ja gerade gut, dass ich so schnell wieder heimgekommen bin, gell? Ja, ich höre mal endlich mit einer Wichterei auftauchen. Da können wir direkt vom Glück sagen, dass du dich im Tatum geirrt hast. Es hätte uns gar nichts Besseres passieren können. Okay. Ja, ja. Sag einmal, tut das so weh. Ja. Du, warte mal, wir haben so ein Spray. Das hole ich dir jetzt schnell. Ja. Ja. Lieber, in deiner Haut möchte ich jetzt nicht stecken. Ja, ich auch nicht, ich glaube mir nicht. Wenn deine Frau draufkommt, dass da die Karla drin ist, ja, um Gottes Willen. Dann gehörst du der Karla. Am liebsten würde man raus und saufen. Den hast du ja schon. Ja, nicht früher gebrochen. Ja. Ja. Ja, da haben wir schon so alles. Das ist so ein Eisspray, ja. Weißt du? Ja, das ist ja ganz eiskalt. Ja, du, aber dann hast du keine Schmerzen. Ja, ja. Gib mal. Jetzt ja. Oh, ja. Das ist ja kalt. Aber es wird besser. Ja, sofort. Du, gib ihm doch dein Pantoffel. Der kann einen keinen Schuh mehr nehmen. Das geht ja nicht. Gib mir gleich mein Pantoffel von mir. Ich frage mal, ob es die kurz. Ja, ich muss schon. Ich meine, es muss schon. Ja, schön im Tag ja nicht, gell? Ja. Jetzt? Ja, schon. Ja, wunderbar. Ich danke schön. Samariterin, gell? Ja. Und eine gute Nacht. Danke für die Gott, Gustl. Und ich vergesse morgen früh, gell? Nein, nein, ich lasse dich nicht im Stich. Alter Casablanca. Ja. Was hat er gesagt? Ein bisschen blank ist er bei Kassa. So? Aber was? Hat er die abpumpt? Nein, was machst du denn da, Lina? Ja, du lässt ihn nicht auspacken, Lina. Ah, die Sachen müssen Sie doch nicht unbedingt was? Über Nacht in dem Koffer drin sein. Nein, 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 das schon. Aber da kann. Was ist mit dem Schlüssel? Wo ist denn der? Ja, was, Lina, da ist mir Folgendes passiert. Was denn? Da bin ich beim Saubermachen ganz scharf mit dem Ellbogen an den Schlüsseln hinkommen, gell, und hab einen Bart abgebrochen. So, so, da musst du aber arg scharf vorbeigestreift sein. Es war ziemlich eine scharfe Streife. Ja, ja, das Ding. Ja, ist gut, na. Räume halt moin. Man macht das moin, gell, Lina, ja. Ist auch besser, wenn du das moin machst, gell, Lina? Also noch, gell, Lina? Was hast du denn, Lina? Seit wann sagst du denn wie Lina zu mir? Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ja, kommt nie mehr vor, gell, Lina? Also, Lina.
sag du, ja. Warst du bei der Susel schon im Krankenhaus? Nein, bei der Susi war nicht, aber morgen die Rosel war drin. Und ich fahr dann morgen rüber zu der Susel ins Krankenhaus. Ja, jetzt endlich mehr von deiner Wischerei, das macht mich narrisch. Ja, gut. Ja, ja du hast die ganze Arbeit allein machen müssen. Nein, der Gustl hat mir schon ein bisschen geholfen, ja. Ja. Ja, sonst war. Aber ein bisschen viel getrunken habt ihr jetzt. Ein bisschen haben wir. Ja, naja, was dann die Männer sonst schon, wenn sie allein sind? Ja, dann haben wir ein bisschen Wein geweint, haben wir. Ja. Okay. Ja. Reicht dich schon, he? Dass ich wieder da bin? Ja, und wie? Ja, es war ohne dich angegangen. Sag einmal! Fangst du jetzt schon wieder an? Das ist mir bloß herausgerutscht, Lena. Ja, also gut, komm, geh weiter, dann gehen wir jetzt sofort ins Bett. Ich muss in der Küche, ich habe noch einiges in der Küche zu tun. Ich komm dann schon nach, gell? Ja, sonst können wir nie mehr zusammen in Urlaub fahren. Hallo, wir? Carla. Wir? Ja, ich hab auch gelein. Ja, was ist denn? Was machst du denn da an dem Schrank? Also, da ist der Schlüssel drin, der Bartschlüssel. Schlüsselbart vom Bartschlüssel. Und den wollte ich versuchen raus. Und wir machen dann schon auf. Ich schaffe das dann schon gebraucht. Ja, du, weißt du, was ich dich fragen will? Ja, was denn? Wieso ist mein Bett frisch überzogen? Dein Bett ist frisch überzogen? Ja, frisch. Da wollte ich dich überraschen, wollte Freude machen, ja. In 14 Tagen. Hä? Und da überzeugst du mir es gleich am ersten. Ja, so, ja. Ich habe mir gedacht, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf 14 Tage. Ja, haben wir gedacht. Jetzt kommt ihr weiter. Gehen wir ins Bett. Ja, komm. Weibelin, geh nicht zu, komm gleich noch, gell? Ja. Das muss mit dem noch alles auf mich zukommen. Wir nicht? Ja, aber was ist denn das? Wo ist denn unser Braubild hingekommen? Braubild? Ja, das ist mir auch so eine furchtbare Sache passiert. Da bin ich mit dem Ellbogen beim Betten machen an das Pudel hingekommen, gell? Und wumm, ist er unten und jetzt ist die Braut beim Klaus. Was ist? Ich meine, jetzt ist das Braubild beim Klaus. Ja, wer ist klar? Ja. Komm, jetzt gehen wir sofort. Ich komm gleich noch, gell? Ja, Karl, lebst du noch? Hallo? Brauchst du ein bisschen Luft? Oh, heiliger Quirinus, wenn die Sache für mich gut ausgeht, dann stifte ich dir eine zentnerschwere Kerze. Ja, tut mir alles weh. Mein Kreis, mein Knack, mein Kopf. Oh ja. Jetzt ist mein Karl, also mit dem Karl-Mädel. Hallo, lebst du noch? Hallo, Carla. Oh, ich den Schrank mache ich jetzt auf und bin alles kaputt. Spinnst jetzt du komplett? Nein. Ob du spinnst, möchte ich wissen. Warum soll ich denn? Ja, weil du mit dem Schrank da redest, als ob er ein Mensch wäre. Ich war im Halbschlaf, ich hab gestern ein bisschen zu viel getrunken mit dem Gustl und weil ich so allein war, so verzweifelt. Ohne Familie, alles, niemand war da, du bist mir besonders abgegangen. Warum bist du dann nicht ins Bett gekommen? Mich hat's einfach übermannt. So, was hat dich übermannt? Der Schlaf, was meinst du? Aha. Ist das jetzt die neueste Mode, dass man da herin auf dem Boden schlaft? Ja, das wird alles anders, wenn wir keinen Boden mehr haben. Ja. Gott, los, endlich einmal auf mit deinem blöden Lingerl. Ja. Glaubst du, ich konnte es gar nicht mehr hören? Ich konnte gar nicht mehr sehen. Was kannst du denn? Was sagst du denn? Mein Stahlgewand suche ich. Du bist ein geschlampelter Kerl. Ja, vielleicht ist im Schrank. Was ist? Nein, im Schrank kann es auch nicht sein. Ne? Hm? Vielleicht habe ich draußen im Stall, habe ich mich umgezogen und weiß nicht mehr. Es wird auch höchste Zeit, dass du an deine Stallarbeit kommst. Ja, komm, hilf mir ein bisschen. Der Gustl hat vergessen. Also, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss erst noch was anderes machen. Ja, okay. Dann komme ich schon. Ja, aber. Gell, ja. Der Schrank, das lässt mich. Ich mach das schon auf, gell? Ja, die mich kümmern, ich mach den Schrank. Ich mach den Schrank schon auf, gell? Ja, jetzt geh ich! Lass den Schrank in Ruhe, gell? Ja, ich sag das, gell? Bitte. Mein Gott, na. Da werden wir jetzt gleich mal schauen, was mit dem Schrank los ist.
So, jetzt schauen wir mal. Der sperrt auch nicht. Ja, da steckt ja der Schlüsselbart drin. Ja, heiliger Himmel. Lina! Ah! Sag mal, warum erschrickst du mit denen so? Nee, bitte, tu mal vorhin. Lass den schon an, in Ruhe. Die macht ihn dann schon auf, du brauchst dich nicht zu kümmern. Ich bin ganz nervös, was da an in dem Schrank tropfen. Sag mal, was hast du denn da an? Warum bist du so nervös? Ich bin im Hauptmann. Wir zittern ja die Knie. Na, gar nicht zittern mit mir. Wir zittern alles, Knie, Kopf, alles. Ja, ja. Aber bitte lass den schon an, in Ruhe. Ich mach das schon auf. Das guckt man schon bald selber sofort, dass er im Kopf schon bald fällt. Ja, möchte endlich einmal wissen, was mit dem Schrank los ist. Gar nichts zu mir. Du machst mich alles, macht mich nervös. Auch der Schrank. Ach, geh, red doch keinen Schmarrn daher. Du verheimlichst mir doch etwas. Hab ich überhaupt nicht Norm, wenn ich will. So. Nein. Dann schaffst du, dass du in den Stall kommst. Ja, gut, ich geh hier wohin. Aber ich mach den Schrank schon auf, gell? Du dir nicht kümmern, Lina. Ich mach das alles. Lina, ich sag dir nochmal. Der Schrank bleibt zu. Gell? Ich sag das. Der spinnt. Aber mit dem Schrank stimmt was nicht. Ja, aber jetzt schauen wir mal gleich, was los ist. So. Ja, genau. So. Grüß dich gut, Rosel. Ja, das gibt's, dass ich schon wieder da bin. Ja, du, Rosel, das erzähl ich dir alles später, gell? Ich brauche jetzt unbedingt den Werner. Ja, weißt du, unser Schrank in der Stumm, der glänzt und da steckt der Bart drin. Geh, Rosel, doch nicht der vom Papa. Der Schlüsselbart, freilich. Du, der Werner, der bringt doch so ein Schloss auf, oder? Ah ja, das haben wir ja gleich gedacht. Du, ich brauch ganz dringend was aus dem Schrank. Ja, und sagst der Werner, der soll sofort kommen. Ja, also der Werkzeugkasten mitnehmen. Ja, klar. Also dann, bis später. Kommt sofort, gell? Führt dich dabei. So. Jetzt werden wir ja dann hoffentlich einmal bald rauskriegen, was mit dem Schrank los ist. Weil da einfach was nicht stimmt. Herein. Ach ja, Teres! Grüß dich, Lena! Du, gell, das war ein kurzer Urlaub. Ich sag nichts mehr. Ich hab schon gehört, dass du im Datum geirrt hast. Du, hä? Aber es war höchste Zeit, dass du endlich heimgekommen bist. Ja, ja, das kommt mir schon bald selber so vor. Jetzt sagen wir dann gerade einmal, Teres, was mit meinem Alten los ist. Den kenn ich nicht mehr, der ist übergeschnappt. Meinst du? Der ist ja mit seinen Nerven völlig am Hund. Kein Wunder. Wieso? Ist sie noch da? Was denn für ein Sie? Ja, Sie? Die, wo ich gestern da herin gesehen habe? Ja, weißt, ich wollte bloß ein bisschen rüberschauen, ne? Ja. Ja, weil ich euer Haus immer so ein bisschen im Blickfeld hab, ne? Ja, ja. Naja, und weil mir halt so schnell nichts auskommt, ne? Ja. Naja, und da habe ich gesehen, wie eine fremde Frau in das Haus reingeht. Ja, nichts für ungut. Ich bin halt ein bisschen neugierig. Ja, das ist ja nur gut, dass du ein bisschen neugierig bist. Ja, ja, du sag einmal. Also pass auf, ich geh da in die Stumm rein und da ist ein fremdes Weibsbild. Ah, was du nicht sagst, ja. Kaum ist man einen Tag weg, ist ein fremdes Weibsbild im Haus. Mhm. Ja, ja, so sind's die Mannsbilder. Ganz polydamisch. Poly was? Damisch. Damisch, ja. Also pass auf. Ich war ja gestern in der Früh schon da, gell? Ja. Ja, ja, weil ich ein bisschen nachschauen wollte, ob ich was helfen kann. So werden wir es halt ausgemacht haben, gell? Ja. Stell dir vor, was denn? Dein Mann hat mich eine Dorfratschen geheißen. Nein. Fast ausgeschmissen hätte er mich. Nein. Damit er am Jahr nicht hinter die Schlich kommt, dem Bazi. Oh, da komme ich ihm schon drauf. Mhm. Aber dann kracht's. Ja? Hoffentlich schlappt's er gleich ein. Da kannst du dich drauf verlassen. Mhm. Jetzt möchte ich bloß wissen, was mit diesem Schrank los ist. Umsonst schlaft doch der nicht die ganze Nacht da auf dem Boden herin. Was? Am Boden hat er geschlafen? Ja. Die ganze Nacht? Die ganze Nacht. Du, ich bin aufgestanden, weil er nicht ins Bett gekommen ist, nicht? Aha. Du, ich komm runter. Ha, da schlaft er vor den Schrank und schnarcht. Der war überhaupt nicht zum Wecken. Na ja, ich hab ihn halt dann schlafen lassen. Ich hab mir auch nichts Ding dabei, nicht? Aber weißt du was? Was? Da hätte ich gleich einen Hacken genommen. Halt aber mal! Teres!
den Schrank aufgebrochen. Hallo, Grüß dich, Werner. Was? So. Der Bart ist schon heraus. Ja, das ist auch so. Und das ist schon mal ein gleich passt der Schlüssel, gell? Ja. Geht schon. Der passt einmal nicht. Probier mal einen anderen. Aha, rührt sich schon was im Haus. Ja. Und offen ist er. Jesus. Was machst du denn? Was ist denn los? Da ist eine Leiche drin. Was? Ja. Okay, du redest ja einen Schmarrn daher. Komm, geh weiter, geh weg, lass mich schauen. Ja, ganz gewiss. Okay. Tatsächlich. Was? So ein Schmarrn, geh weg. Ach so, was du. Hört's einmal auf. Jetzt geh, das ist doch kein Leiche nicht. Nicht? Ich schnauf doch nur. Was? Komm, Werner, hilf mir, trau mir's nach aufs Sofa. Jetzt? Was das? Ach, jetzt. Ah, gut. Da geht er. Zwei umeinander. So, jetzt. Hast du den Schlitten? Also, das muss eine vom Land sein, Mama. Ja, wer so vom Land? Ja, weil die so nach Kuhstall rührt. Schnaufen tut's auch nicht, gell? Ich glaube, da müssen wir einen Doktor holen. Ja, Gottes Willen, ja, keinen Doktor. Warum? Ach so, die Blamage könnten wir uns gar nicht leisten. Ja. Mama, ha? Wir haben doch einen Salmiergeist. Ja, hol mir den bitte mal. Ja, ich bringe ihn gleich. Also sowas, Herr. Da hat doch dieser elende Tropf die arme Haut vergift und einfach in den Schrank eingesperrt. Also genau wie im Krimi, gell? Du schau her, Rosa. Ja? Das reicht schon, gell? Ja, wohl. Jetzt schau her, Tobi. Ich sag dir nur eines, ich bitte dich, erzähl niemand etwas von der ganzen Geschichte. Du kennst mich doch. Eben. Kann schweigen wie ein Grab. Oh. So, jetzt werden wir mal ganz tief einatmen. Auwe. Die ersten Lebenszeichen gibt's schon von sich. Ja. Nochmal tief einschnaufen. Da stinkt's. Reden kannst noch. Na, ist nicht hin. Ja. Tu doch die Flaschen weg. Ja, aber... Wo bin ich denn? Bei uns? Erkennen Sie mich? Nein, ja, Sie. Ich habe Sie schon irgendwo gesehen, aber wo? Ich bin die, bei der die Sicherung durchbrennt ist. Sie haben mir eine gegeben. Ja, richtig, Sie waren ja vorhin da, ja. Weil vorhin ist gut, gell? Oh. Jetzt hören Sie mal zu. Kennen Sie einen gewissen Bachwieser Quirin? Ja, natürlich. Oh, wo ist denn der? Jetzt wollen Sie mir nicht gleich wieder in Ohnmacht. Ich bin seine Frau. Was sind Sie? Seine Frau. Seine Frau? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Seit 25 Jahren verheiratet. Also, das ist ja wirklich unerhört. Was? Dass ich mit ihm verheiratet bin? Na, natürlich nicht. Zu mir hat er gesagt, er ist eine Witwe. Eine Witwe! Richtig! Ach, nein. Da wäre schon eher ich eine Witwe. Also, so ein Bazi gleich. Was? Mein Gott, mein Kopf. Das tut weh. Und erst mein Kreuz. Das zieht. Ja? Das sind die sogenannten Kreuzzüge. Aha. Wissen Sie was? Ging es mit mir mit ins
Baden auf und dann machen wir keine Umschläge, gell? Ja, das ist aber nett. Rosli, hilft euch dabei. So, und ich ramm sofort mein Schlafzimmer um. Du kannst mir gleich helfen. Jawohl, den werden wir ausquartieren. Ja, da werden wir den helfen. Komm rein, komm rein. In einer halben Stunde musst du es geschafft haben, gell? Das schafft man leicht. Ja. Freilich. Ja. Mein Auto steht gleich hinter dem Haus. Ja, dann können wir es gleich aufladen, dann fahren wir es gleich weg, gell? Ja, Scheiße. Ui. Da steht der Schlüssel. Da steht der Schlüssel? Ja. Schau mal, ja. Der Typ, der Carla drin ist. Ja, ja. Ja, die geht auf, Carla. Ja. Die Carla, die ist ja gar nicht da. Ja, wo ist denn die Carla? Wo ist denn die Carla hingekommen? Ja. Die Carla. Suchst du mich? Ach, da bist du ja, Carla. In den Schrank hast du mich eingesperrt die ganze Nacht. Hm? Weißt mich vor deiner Frau verstecken hast wollen, du. Hm? Du Heuchler, du. Ja. Du Bigamistling, du. Hm? Ja, du Weiberheld. Jetzt ist das ganze Volkstribunal beieinander. Ja. So, ich geh jetzt heim und erzähl alles meinem Alfred. Na, ich geh auch heim. Na, du kommst mit der Lohr lassen, ein bisschen bleibt da. Freund, die kann da nicht mehr helfen. Hm? Bei dir ist Hopf und Malz verloren. Du stehst zwischen zwei Feuer. Da kann ich nicht mehr löschen. Friede deiner Asche. Lenal, Herr Lenal, bitte sei mir halt nicht böse, aber schau, die Carla, die hat mir halt so gut gefallen. So, und ich vielleicht nimmer? Jo, jo, du bist mein Erzengel. Und was bin dann ich? Mein Sündenfall. Nein, nein, mein Lieber. Ja? Das hast du alles nur geträumt. Nix Sündenfall. Was heißt? Kein Sündenfall? Mm-mm. Ja, und auf der Galaxie, auf dem Schiff war da nichts. Nein. Kein Sündenfall? Kein Sündenfall. Da siehst du es wieder, Lena. Ja, was du hast. Ich bin ja nicht ein einziges Mal untreu gewesen. Ich blöde Hund, ich blöde. Also, auf dem Schiff war nix. Nein? Ja. Gar nix. Und was hast du dann jetzt vorgehabt, während ich nicht da war? Oh, bitte, Lena, frag mich nicht mehr. In der Nacht, wo du heimgekommen bist, das war für mich das größte Fegfeuer. Meine Seele ist rein und makellos. Ja. Und dass du es weißt, was? Von jetzt ab. Fahrst du mir nie mehr allein in den Urlaub? Ja. Jetzt fahr ich immer mit. Na, das haben wir schon immer gewünscht. Ja. Die Riesengaudi am Sonntagnachmittag. Theo Lingen ist wieder da. Als kauziger Lehrer Taft hatte er es mit den Lümmeln von der ersten Bank zu tun. Und die machen ihm das Leben ganz schön schwer. Kein Wunder, Hansi Kraut.